Mein heutiger Europatourentag durch Sachsen-Anhalt führte mich zum ersten Mal nach Warmsdorf, wo ich ein Seifenkistenrennen nicht nur begutachten konnte, sondern in der Jury mitsaß. Dieses Dorf feiert 1000 Jahre und hat insofern eine spannende und interessante Tradition. Anschließend gab es eine Mittagsrunde mit über 15 jungen Europäerinnen und Europäern von der Jungen Europäischen Föderalisten, die sich Gedanken machen über die Europabildung im Land Sachsen-Anhalt und über Europapolitik. Ich hatte zwei Studiointerviews beim Studio vom MDR, unter anderem auch zur EU-Finanzierung der Bauern und der Folgen der vielen Trockenheit. Darüber hinaus fuhr ich nach Sangerhausen. Dort gab es Gespräche mit dem Forstbetrieb Süd, mit Jägern und den Förstern und wo wir die Herausforderungen der aktuellen Forstwirtschaft für das Land Sachsen-Anhalt, aber auch die europäischen Bestimmungen, beispielsweise der Bejagung des Fuchses, des Luchses, aber auch des Wolfs besprochen haben. Folgt mir weiter auf meinen Social Media in die letzte nun kommende Woche zur Europatour durch Sachsen-Anhalt.